Herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online. Wir machen weiter mit der Quest im Gratwald der Herrschaft Würdig und sprechen jetzt mal mit Melaras. Melaras. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt dieses Observatorium oder. Dieses Planetarium bedienen. Ihr habt getan, was in Jahrhunderten nicht getan wurde. Alle Teile des Planetariums wurden in der Kammer platziert. Und Daranet erwartet uns unten. Ich muss zugeben, dass ich mehr als nur ein wenig aufgeregt bin. Ich habe das Planetarium noch nie arbeiten sehen. Was bleibt sonst noch zu tun? Nicht viel. Aber ihr habt außerordentliche Arbeit geleistet. Und gerade rechtzeitig für die Ankunft von Königin Eiren. Quest abschließen. Stellt euch vor, die Chance, das Planetarium funktionieren zu sehen. Konservatorin Daranet bereitet Königin Eiren vor, während wir sprechen. Was kommt als nächstes? Wir sollten wirklich dort rausgehen und anfangen. Die Bestätigungszeremonie führt sie schließlich nicht von alleine durch. Und soweit ich das verstanden habe, will Konservatorin Daranet persönlich mit euch sprechen. Ich werde Konservatorin Daranet bei dem Planetarium treffen. Dann schauen wir mal. Betretet das Planetarium. Ah, ich folge jetzt einfach mal den Questpfeilen und sehe noch weiter. Ganz schöner Hofstand, was hier versammelt ist. Ne? Hallo. Sorry, dass ich gerade ein bisschen leiser bin, aber ich muss gerade eine persönliche Nachricht verdauen, die ich eben per Telefon erhalten habe. Die nagt ein bisschen an mir. Und ja, ich muss schauen, dass ich das so schnell wie möglich beiseite schiebe wieder und mich auf das Let's Play konzentriere. Ja, Planetarium. Muss ich da jetzt raus? Moment, muss raus scrollen. Soll das das Planetarium hier sein? Irgendwie. Da ist ein Quest. Grüße! Ich hätte eigentlich erwartet, dass das hier ganz in der Nähe ist. Irgendwie da draußen, oder? Ah ja, ich sehe jetzt auf der Minimap, da müssen wir jetzt wohl unten vorbei. Und könnte man ein bisschen beschleunigen. Ich habe es so satt, dumme Fragen zu beantworten. War ich hier richtig? Alles ein bisschen. Nee, irgendwie nicht, ne? Ja. Hallo. Ja. 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 Ah ja, das sieht nach Treppen aus. Dann steigen wir mal wieder ab. Ihr habt die Königin gerettet. Mögen die Sterne euch behüten, Reisende. Ah, man kennt mich langsam in Altmeridum. Sehr schön. Mal ganz kurz, AFK, ich schau mal, was mich da gerade angepinkt hat. War nur wieder das ätherische Archiv. Und hört, ich
bin ein Vizevogt der Altmeri, ein Assistent des Prinzen Nemon persönlich. Weshalb darf ich an der Zeremonie nicht teilnehmen? Das Planetarium wurde seit einem Jahrtausend nicht mehr aktiviert. Es könnte reibungslos funktionieren oder es könnte explodieren. Ich werde mit Taranit sprechen, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt. Bei näherer Überlegung könnte ich wohl doch an der Tür warten, um Hilfe zu rufen. Weil das Planetarium könnte ja explodieren, also da bleibt er lieber hier. Das ist nett. Okay. Seid gegrüßt. Ach, ich sollte vielleicht mal die Skillleiste verändern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier gänzlich kampflos abgeht. Moment. Das hier, ne? Ne, das ist für eher das. Genau. Und hier? Momentum habe ich übrigens neulich geskillt. Ich glaube, das habe ich sogar gefilmt. Der Effekt heilt jetzt sogar. Ja, also nach dem Abklingen. Das kann ja nicht falsch sein. Ne? Also das war, schien mir nützlicher als da. Kleiner Bruder, ihr solltet hier nicht dabei sein. Daranet hat uns vor den Gefahren gewarnt. Ich werde meine Familie nicht im Stich lassen. Mein Platz ist in eurem Schatten, so wie immer. Prinz Nemon, ich weiß, das fällt euch alles nicht leicht. Im Gegenteil, heute soll das Dominion sehen, warum eine Hochelfin geeignet ist, ganz Tamriel anzuführen. Früher stieß mir eure Zuversicht immer übel auf, aber heute ist sie beruhigend, seltsamerweise. Entschuldigung, angenommen. Scheint so, als ob die zwei sich langsam wieder vertragen. Das ist ein gutes Zeichen. Prinz Nemon kommt anscheinend langsam zur Vernunft. Ich sorge dafür, dass alle wie verlangt den Raum verlassen. Aber ihr müsst nicht hier sein, eure Hoheit. Als Kind habe ich mich immer reingeschlichen und das Planetarium als Klettergerüst benutzt. Ich würde mir doch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, es in Betrieb zu sehen. Seid unbesorgt. Ich hätte euch gern an der äußeren Tür. Danke, eure Majestät. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Das tut ihr doch nie. Seltsam, euch nach Südspitz wiederzusehen. Nicht schlecht, nur seltsam. Aber unerheblich. Ich kann kaum glauben, dass wir dem alten Mädchen wieder Leben einhauchen werden. Und bevor ihr fragt, ich spreche vom Planetarium. Kann es von euch aus losgehen? Fast. Ihr habt die Dinge besorgt, die man für die Aktivierung des Planetariums braucht. Daher ist es nur gerecht, dass ihr sie nun auch an die richtige Stelle bringt. Und deshalb sollte ich es sein, der euch fragt. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Gut! Als erstes müsst ihr Rajins Umhang anlegen. In der Übersetzung heißt es, die Hände eines Gottes bewegen das Planetarium. Aber das ist nur ein Haufen Ebermist. Ihr müsst einfach nur an drei Orten gleichzeitig sein. Rajins Umhang sollte euch das erlauben. Ist das sicher? Rajins Umhang hat General Eindare in den Wahnsinn getrieben. Ach, euch wird schon nichts zustoßen. Dieser allzu ernste Kerl von der Magiergilde, Brelor, richtig? Er versicherte mir, dass euch nichts geschehen wird, sofern ihr ihn nicht länger als 90 Minuten tragt. Oder waren es 9? Völlig einerlei. Die Zeremonie dauert ja nur 5 Minuten. Vielleicht auch 6. In Ordnung, gibt mir dann Jeans um. Nähert euch den Pfeilern hinter dem Planetarium selbst. Ihr müsst sie alle nacheinander aktivieren. Dabei solltet ihr eins nicht vergessen. Solange ihr Rajins Umhang tragt, kann euch nichts und niemand festhalten. Soweit ich das verstanden habe, erledigt es den Rest von ganz allein. Lebt wohl. Dieser Haufen Moos und Schutt bestimmt also über den nächsten Kaiser. Das Planetarium ist uralt. Zeigt ein wenig Respekt. Bei den Säulen 8 und Säule 1 wendet ihn bei Säule 2 an. Gleich ist es soweit, eure Majestäten, eure Hoheit. Spricht mit Konservatorin Daranet. Das ist es. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Was kommt als nächstes? Hier, nehmt das Herz von Anumarill. Platziert es bei dem Pfeiler neben unserem königlichen Publikum.
Das sollte dafür reichen. Das sollte wofür reichen? Das Planetarium erwecken. Was auch immer das wirklich bedeutet. Doch hab keine Angst. Diese Vorrichtung erlaubt es mir, seine Energien zu manipulieren. Das bedeutet, dass ich Königin Ayren schützen kann, sobald sie da hineingeht. Nun geht los und platziert das Herz von Anumarill. Wollen wir doch einmal sehen, ob sich die ganze Aufregung lohnt. Lebt wohl. Also dahin, dann dieses Herz einsetzen. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Wow. Und jetzt wird uns die aileidische Todesfalle verraten, ob ein Kaiser unter uns ist. Heute ist wahrlich ein bedeutender Tag. Nämon, nicht jetzt. Ayren, es gibt immer genug Zeit, um euch vor euch selbst zu schützen. Was? Was ist denn jetzt los? Wie könnte ich euch in dieser Vorrichtung euer Leben riskieren lassen, ohne sie zuerst zu testen, liebe Schwester? Wenn ihr Rajins Umhang tragt, werdet ihr niemals festgehalten werden. Es ist unglaublich. Ich kann den Weißgoldturm sehen. Tötet Prinz Nemo, das ist nein, eigentlich gar nicht. Was geschieht mit mir? Ich glaube, der erledigt sich gerade selber. Hallo? Nein, du hast mich getäuscht, Schwester. Es ist dein Fehler. Du hast dich selber getäuscht. Wo ist denn der jetzt? Prinz Nemo, okay. Alle miteinander. Ich werde euch alle töten! 8000, oh Lebeleitner, das kann was werden. 8000. Der hat sich aber schwer verändert, der Herr blinzt sich immer zurück, damit ihr den besser sehen könnt. Mal schauen, ob der so plump ist, wie er wirkt. Hoppala. Jo, das kannst du ganz knapp machen, da habe ich gar nichts dagegen. Da habe ich schon was dagegen, aber bis jetzt geht unser Einhorn nicht gut. Ja, der trommelt, das ist wahrscheinlich wieder so ein Hals, aber das kenne ich ja schon von anderen Gestalten. Nochmal einen Moment zum Einsetzen. Nein! Der Turm! Er verblasst! Nee, was habt ihr euch nur gedacht? Wahrscheinlich nicht viel. Wohl doch die Macht irgendwie geködert, hä? Königin Ayren? Warum? Ich hatte keine Wahl, Eure Majestät. Was? Nein, ich... Warum sollte Nämon das tun? Ich hatte ihn doch zu einem Teil dessen gemacht, was wir hier aufbauen. Ich wollte ihm zeigen, dass es hier um mehr als nur unser Volk geht. Ich würde gern jeden Bewohner Tamriels als unser Volk sehen. Was hat das Planetarium mit ihm angerichtet? Das, wovon die Legende berichtet. Es hat die wahre Person in seinem Innersten enthüllt. Das, was es auch mit mir tun wird. Was meint ihr? Meint ihr, ich hätte hier eine Wahl? Ich werde das Planetarium betreten, so wie ich es den Leuten des Altmeri-Dominions geschworen habe. Ich muss erfahren, ob ich dazu geeignet bin, es anzuführen. Und falls ich es nicht bin... Ja, Eure Majestät? Falls ich eine Veränderung wie die meines Bruders erfahre, ich darf auf keinen Fall zu einer Bedrohung für das Volk werden, das ich zu führen geschworen habe. Versteht ihr mich? Ich verstehe, Eure Majestät. Wartet auf die Rückkehr von Königin Ayren. Ich darf mich nicht verspäten. Wie aufregend! Das Planetarium hat nichts getan, außer sich für Generationen zu drehen. Wer hätte gedacht, dass ich der König sein werde, der es wieder arbeiten sieht? Ja, keine Ahnung, wer das gedacht hätte. Ich jedenfalls nicht, Königin Ayren. Ich bin ich selbst, nicht wahr? Bis jetzt schon, so scheint es, Eure Majestät. Was habt ihr im Planetarium gesehen? Ein friedliches Dominion. Die weise und gerechte Herrschaft über Tamriel unter dem Altmeri-Banner. Eine Zukunft, die ich zu errichten hoffe. Und euch, wie ihr an meiner Seite steht. Kommt und helft mir, diese Zukunft zu errichten.
Das ist ein Missverständnis. Ich bin eigentlich für Dolchsturz fest. Ich werde niemandem sagen, was mein Bruder getan hat. So wie ich es sehe, starb er, als er mir helfen wollte, nicht als er meinen Thron einnehmen wollte. Was nun? Der Stab des Magnus. Den kenne ich doch. Da bin ich doch gerade dabei, in Skyrim für die Magierkinder danach zu suchen. Das ist, glaube ich, so Folge 90, ich weiß es nicht genau, 96 oder was. Was meint ihr, was ist der Stab des Magnus? Ein mächtiger Gegenstand mit der Fähigkeit, Magie zu unterdrücken. Gefährlich, wenn er denn je in die falschen Hände fiele. Zum Glück ist er schon in unserem Besitz. Geht nach Marbruck im Osten von Grünschatten. Sprecht mit Hauptmann Sarandil über die Beschaffung des Stabs. Ich werde euch bald folgen. Also in Skyrim bin ich ja mit Velaya gerade dabei, ihn aus der Zwergenruine Zulft zu holen. Hier kriege ich ihn also offenbar in Marbruck. Ich sichere ihn im Stab des Magnus Europalt. Wir hörten Kampfgeräusche. Was ist geschehen? Es gab einen Unfall. Mein Bruder gab sein Leben, um uns zu beschützen. Er starb als Held. Ich werde bald nach Marbruck gehen. Vizefugt Pelidil, ich möchte, dass ihr mit der Leiche meines Bruders vorausreist. Ihr werdet die Beisetzung vorbereiten. Ja, Eure Majestät. Ich verstehe. Also ich verstehe. Nicht an der Bestattung. Alle im Dominion sind dazu eingeladen. Jeder darf dem Helden die letzte Ehre erweisen. Ich verstehe das jetzt hier gerade nicht. Sofort, Eure Majestät. Ja, noch was? Das war's. Ich verstehe jetzt hier gerade nicht, was da los ist. Geschieht das gerade wirklich? Ich weiß nicht, was ihr meint. Mal schauen, ob ich das jetzt, ob ich wenigstens einen Teil von der Quest noch unterbringe. Weil ich habe noch 12 Minuten Zeit und mit Stab des Magnus. Wo geht's denn da überhaupt hin? Na? Das ist auf jeden Fall eine andere Quest. Naja, gehen wir erstmal raus. Wenn ich in der Nähe bin, dann mache ich weiter hier, pausiere ich, um ein bisschen Zeit zu sparen. Bis gleich. Ah, okay. Also, ich habe jetzt gerade mal nach der Stadt Marburg gesucht und der Questgeber, das ist bereits in Grünschatten, also in der nächsten Zone. Habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das geht hier bestimmt noch ein bisschen weiter. Aber gut, das haben wir gleich. Das können wir auch mit laufender Kamera machen. Nur ein bisschen nachstellen. Und dann hier rein und bestätigen. Der muss hier ganz in der Nähe sein. Ich glaube, das können wir sogar zu Fuß machen. Außerdem baut sich die Landschaft eh wieder so langsam auf. Da, hier ist irgendwann ein bisschen nah und sehen tue ich ihn noch nicht. Aber wie gesagt, das Problem habe ja nicht nur ich, sondern das haben andere auch. Deswegen, weil ich schon überlegt habe, ob meine Grafikkarte einfach zu schwach ist. Gerade eben an der Treppe habt ihr es auch sehen können. Gut, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Grüße, auserwählte Agentin von Königin Eiren. Wir haben euch erwartet. Was benötigt ihr? Königin Eiren schickte eine Botschaft, die eure Ankunft ankündigte, und Befehle. Ihr seid hier, um den Stab des Magnus zu sichern.
Wo ist er? Er ruht wohlbehalten in unserem alten Gewölbe unter der Stadt. Wir lassen ihn Tag und Nacht bewachen. Wenn ihr bereit seid, werde ich euch ins Gewölbe führen. Na gut, dann mal los. Dann führ mich mal. Muss ich dir jetzt nachgehen, wenn oder was? Ihr mir bitte folgen würdet. Mach ich doch. Ach Gott, der läuft wieder so schön langsam, wie man das halt so kennt. Irgendwie wäre da die Musik von Benny Hill jetzt irgendwie. Wie ihr sehen könnt, haben unsere Künstler ein klein wenig Zivilisation inmitten dieser barbarischen Wildnis geschaffen. Lasst mich raten. Jemand hat euch ausgeraubt? Nö, eigentlich nicht. Marbrook wird bald ein Kleinod des Dominions sein, in diesem rückständigen Gebiet. Wie erwartet sind wir auf vereinzelte Proteste gestoßen. Unsinn wie, dass die Bäume beschützt werden müssen. Gut. Die ansässigen Bosmer sind schlecht organisiert und flatterhaft. Solche Ausbrüche versanden meistens von selbst. Lassen wir ihn mal ausreden. Ah, die Magiergilde, wenn ihr mir folgen wollt. Hättest du mir einfach gesagt, geh in die Magiergilde, die hätte ich schon selber gefunden, Mensch. Das ist die Magiergilde. Der Anstrich ist noch frisch. Ein Schmuckstück für die Stadt. Es gibt natürlich noch viel zu tun, aber man tut, was man muss am Rande des Dominions. Der Mitspieler da hat bestimmt dieselbe Quest. Der schaut auch aus, als ob der ein bisschen gelangweilt wartet. Die Gruft befindet sich unten. Folgt mir. Zu viel Kängurufleisch gegessen. In der Gruft wachsen viele seltene Pflanzen, die auf den Sommersendinseln nicht mehr zu finden sind. Werft ruhig einen genaueren Blick darauf. Ich bin gewiss kein Gelehrter der Botanik, aber ich weiß ein wenig über unsere Exemplare. Jo, gut, vielleicht verdient die Questpunkte Domika Rotwurz. Wir versuchen schon länger, diese ungewöhnliche Variante der Rotwurz in Sommersend anzupflanzen. Zum Große. Purpurne Nirnwurzen kennen wir auch. Purpurne Nirnwurz. Wir hielten sie für ein Hirngespinst der Nord. Und in Skyrim kann ich die dank einer Mod ja auch anpflanzen, Schimmerblüte. Wir haben diese hier ausgerechnet in einer Höhle in Walenwald gefunden. Ich nehme mal an, dass das gleiche ist wie die Lichtblüte. Die kennen wir auch aus Skyrim vom vergessenen Tal Dawnguard. Rolandsträne. Alchemisten zahlen gut für diese Pflanze. Sie wird das Schmuckstück der königlichen Gärten sein. Jo, dann wäre es mal Zeit, auf den Punkt zu kommen. Was gibt's denn jetzt eigentlich? Es ist nicht überraschend, dass Walenwalds Erde sehr fruchtbar ist. Diese Arten sind für die königlichen Gärten bestimmt. Machen wir weiter. In diesem Raum befinden sich aus ganz Walenwald zusammengetragene aileidische Relikte. Interessant, nicht wahr? Wir haben alle ruhenden Fallen entfernt, von denen wir wussten. Also seht sie euch ruhig näher an. Ich werde euch alle eure Fragen über sie beantworten. Dann reden wir mal mit ihnen. Unsere Ahnen haben die Spuren ihrer Zivilisation in ganz Tamriel hinterlassen. Wenn wir Königin Eiren folgen, wird unser Reich eines Tages ihrem Konkurrenz machen. Lass auch mal, ja, mach halt einfach die Tür auf, oder hast du die schon geöffnet? Hallo, Erde an, Tamriel an, Sarandril. Hallo? Unsere Ahnen haben die Spuren ihrer Ziele. Würdest du bitte weitermachen? Komisch, dass das jetzt grau war. Jo, Seht nur, der Stab des Magnus. Was, mehr war das nicht? Keine Schlägerei? Keine Dämonen, denen ich diesen Stab entreißen muss? Das war alles der Stab des Magnus. Wie? Was ist passiert? Wo ist es? Was ist denn jetzt los?
Man sei dran. Bei den leuchtenden Bäumen der Altmeri. Wir wurden ausgeraubt. Aber wie? Dieser Stab war eine Illusion. Wo ist der echte Stab? Das weiß ich nicht. Wir bewachen das Gewölbe Tag und Nacht. Ich habe den Stab selbst dort hineingebracht. Aha, jetzt wird es dann doch noch interessant. Ich dachte, es war viel zu einfach. Hat jemand anders das Gewölbe betreten? Nein, das Gewölbe ist für alle tabu. Aber Augenblick. Vizevogt Pelidil hat vor kurzem das Gewölbe besichtigt. Warum war er hier? Im Auftrag der Königin. Zumindest hat er das so gesagt. Der Stab war vor seinem Besuch noch an Ort und Stelle. Aber ich habe nicht mehr nachgeschaut, seit der Vizevogt wieder aufgebrochen ist. Meint er etwa, der Vizevogt hat den Stab des Magnus gestohlen? Das ist undenkbar. Aber welche andere Schlussfolgerung könnten wir ziehen? Solche Illusionsmagie gehört nicht zum Repertoire eines gewöhnlichen Diebs. An die Oberfläche. Ich muss die Wache befragen. Ich treffe euch dort. Meine Güte, sind das viele Türen. Noch mehr Türen. Sprecht mit Abmann. Schaut euch um. Außer euch und dem Vizevogt hat niemand das Gewölbe betreten. Das habe ich bestätigt. Aha, der Vizevogt. Ob das eine Formwandler ist oder sowas? Wo ist Vizevogt Pelidil jetzt? Er ist in die Wildnis aufgebrochen. Er behauptete, er habe Befehle der Königin, sich um den Körper des verstorbenen Prinzen Aemon zu kümmern. Er kehrte nicht zurück. Er war dem Prinzen schon immer auf närrische Weise untergeben. Ich bete dafür, dass auch dem Körper des Prinzen nichts zugestoßen ist. Was vermutet ihr? Der Stab des Magnus ist ein extrem mächtiges Objekt. Es lässt sich nicht sagen, welche Verruchtheit er damit hervorbringen könnte, wenn er es sich wünscht. So wahr ich hier stehe. Wenn wir Zweifel an seiner Loyalität gehabt hätten, wäre er nie in das Gewölbe hineingelangt. Jemand muss die Königin informieren. Ich kümmere mich darum. Auserwählte von Marbruck, eure Königin ist eingetroffen. Werde Zeuge der Herrlichkeit von Königin Eiren. Der Hoffnung des Dominions. Das Gespräch führen wir auf jeden Fall. Zum Gruße. Ehre und Lob, meine Freundin. Habt ihr den Stab des Magnus? Der Stab ist fort. Vizevogt Pelidil hat ihn gestohlen. Pelidil? Dann ist es wahr. Er hat uns verraten. Der Körper meines Bruders kam auch nicht in Marbruck an. Ich wusste, er stand Nämon sehr nahe, aber ich hätte nicht gedacht, dass er sich darauf herablassen könnte. Ich werde wieder einmal eure Hilfe brauchen. Jo, dann sag mal an. Aber das machen wir... Diese Waldelfen und ihre Waldgeister. Stumpfe Kralen. Die sind schon komisch. Ich nehme jetzt mit Clarisse die Quest gleich an. Hier stoppe ich die Aufnahme. Und das nächste Mal geht's in den Mittelalter weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.